Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben soeben erlebt, dass die NPD um keine Ausrede verlegen ist. Wahrscheinlich würden auch die Hausaufgaben vorgelegt werden, wenn der Hund sie nicht gefressen hätte. Die allgemeine Aktivität der NPD in den Ausschüssen ist hinlänglich bekannt. Sie tendiert gegen Null und es passt daher ins Bild, dass Sie nicht anwesend waren. Ich glaube, dazu müssen wir wenig Worte verlieren. Gleichwohl scheint die NPD ja doch von einigen Gespenstern getrieben zu sein. Also ich glaube, Sie überschätzen sich dann, dass die Verfassungsänderung allein wegen der NPD-Fraktion vorgelegt wurde. Herr Andrzejewski, wenn Sie mal genau gelesen hätten, hätten Sie ja festgestellt, dass der Wahltermin so bleiben soll, wie er ist. Es gab also keinen Wechsel in der Strategie, sondern wir wollen weiterhin den Termin nicht in den Sommerferien haben. Ich weiß nicht, was Sie da hineininterpretieren, aber das müssen Sie mit sich selbst ausmachen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unser Land hat das Glück, über eine lebendige Bürgergesellschaft zu verfügen. Von den 17 direktdemokratischen Verfahren, die nach einer aktuellen Übersicht von dem Verein Mehr Demokratie e.V. in den Ländern derzeit laufen, spielen sich 6 allein bei uns im Land Mecklenburg-Vorpommern ab. Also 17 bundesweit, 6 davon spielen sich hier in unserem Land ab. Das ist ein Zeichen für eine lebendige Bürgergesellschaft. Das Themenspektrum reicht dabei vom Erhalt des Kreiskrankenhauses in Wolgast über eine Bahnoffensive für das südliche Mecklenburg bis hin zu der Forderung nach mehr Abstand zwischen Windkraftanlagen und Wohnbebauungen. Egal wie man im Einzelnen zu den Inhalten der Initiativen steht, können wir doch alle feststellen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger hier in unserem Land mehr einmischen wollen. Die Menschen in unserem Land haben eine Meinung zu dem, was um sie drumherum geschieht, und bringen sich ein. Das ist gut. Deshalb müssen wir die Verfahren, die es dafür bereits gibt, vereinfachen. Das war das Ziel des Gesetzentwurfs, den wir Grüne ganz am Anfang dieser Legislaturperiode im Jahr 2012 in den Landtag eingebracht haben. Und der im Übrigen die Halbierung der bislang geltenden Quoren von Volksbegehren und Volksentscheide vorsah. Wir wollten, dass 60.000 Unterschriften für ein Volksbegehren ausreichen und dass ein Gesetzentwurf bereits dann durch Volksentscheid angenommen ist, wenn ein Sechstel der Wahlberechtigten zugestimmt hat. Dieser Gesetzentwurf wurde anders als üblich nicht sofort im Plenum abgelehnt, sondern zur weiteren Beratung an den Europa- und Rechtsausschuss überwiesen. In der dortigen Sachverständigenanhörung geschah dann etwas Überraschendes. Gleich mehreren Sachverständigen ging unser Ansinnen nicht weit genug. Christian Pestalozza, emeritierter Professor für Staatslehre, Staats- und Verwaltungsrecht der Freien Universität Berlin, sagte zu uns, je stärker ein Quorum gesenkt werde, umso nachhaltiger stelle sich dann ja auch die Frage, warum nicht auf jedes Quorum verzichtet werde. Auch Staatssekretär AD Rainer Litten hielt ein Zustimmungsquorum bei einfachen Gesetzen für verzichtbar. Tim Weber vom Verein Mehr Demokratie e.V. pflichtete dem bei und führte zudem noch als Belege dafür an, dass unabhängig von der Beteiligung die Abstimmenden repräsentativ für alle Stimmberechtigten entscheiden und das nicht nur in einem formalen, sondern in einem statistischen Sinne. Statischen Sinne, Entschuldigung. Wenn wir Grüne nun dazu bereit sind, unseren Gesetzentwurf auf Drucksache 6/732 für erledigt zu erklären, hat das nichts damit zu tun, dass wir unsere Meinung geändert hätten, sondern ganz einfach damit, dass an die Stelle dieses Gesetzentwurfs nunmehr ein gemeinsamer Gesetzentwurf aller demokratischen Fraktionen getreten ist. Dieser Gesetzentwurf ist ein Verhandlungsergebnis, das wir Grüne gerne mittragen, weil wir unsere Anliegen darin zumindest zum Teil verwirklicht sehen. Dieser interfraktionelle Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern sieht eine Absenkung des Beteiligungsquorums bei Volksbegehren von 120.000 auf 100.000 Unterschriften und eine Absenkung des Zustimmungsquorums beim Volksentscheid von einem Drittel auf ein Viertel der Stimmberechtigten vor. Für das Sammeln der Unterschriften für ein Volksbegehren steht nunmehr allerdings nur noch ein Zeitraum von 5 Monaten zur Verfügung. Wir Grüne sind mit den anderen demokratischen Fraktionen der Auffassung, dass damit einem nachträglichen Auseinanderfallen zwischen dem ursprünglichen Unterstützerwillen und einer späteren Änderung der politischen Haltung beim einzelnen Unterstützer begegnet werden soll. Wir hätten uns allerdings, und das möchte ich ehrlich hier auch sagen, eine etwas längere Frist gewünscht. Im Übrigen, und hier muss ich auch ein bisschen Wasser in den Wein gießen, im Übrigen entspricht die Absenkung des Quorums von 120.000 auf 100.000 Unterschriften gerade einmal dem Bevölkerungsverlust seit Einführung dieses Quorums.
Die ursprüngliche Hürdenhöhe aus dem Jahr 1994 ist damit zumindest wiederhergestellt. Mehr aber auch nicht. Die heute vorgelegte Verfassungsänderung hat also noch deutlich Luft nach oben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, verändert wird auch die Rolle des Europa- und Rechtsausschusses. Dieser wird nunmehr dazu ermächtigt, in Angelegenheiten der Europäischen Union anstelle des Landtags Beschlüsse zu fassen, wenn eine rechtzeitige Beschlussfassung des Landtages nicht möglich ist. Wir Grüne wollen, dass der Landtag seine Interessen in Angelegenheiten der Europäischen Union effektiv wahrnehmen kann. Das parlamentarische Verfahren für die Fälle zu straffen, in denen ansonsten kein Beschluss gefasst werden könnte, ist deshalb mehr als sinnvoll. Wichtig war uns jedoch, dass dies in öffentlicher Sitzung geschieht. Und wie Sie festgestellt haben, wird es auch in Zukunft in öffentlicher Sitzung möglich sein. Gemäß Artikel 31 Absatz 1 der Landesverfassung verhandelt der Landtag öffentlich. Der Direktor des Landtags, Armin Teppen, schreibt dazu in dem von Rainer Litten und Maximilian Wallerath herausgegebenen Kommentar zu unserer Landesverfassung, ich zitiere, die Öffentlichkeit der Verhandlungen des Parlaments ist eine der wesentlichen Elemente des demokratischen Parlamentarismus. Die Publizität parlamentarischer Verhandlungen stellt das notwendige Korrelat einer repräsentativen Regierungsform dar. In dem Maße, in dem demokratische Herrschaft durch gewählte Repräsentanten ausgeübt wird, besteht ein Anspruch der Vertretenen darauf, sich über öffentliche Verhandlungen des Parlaments, über die politische Diskussion und Entscheidungen zu informieren. Zitat Ende. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie wissen, dass wir Grüne aus diesem Grund der Meinung sind, dass Ausschusssitzungen generell öffentlich sein sollten, wenigstens dann, wenn die Beschlussfassung in bestimmten Angelegenheiten ausnahmsweise vom Plenum in einen Ausschuss verlagert wurde, muss dann auch dieser Ausschuss öffentlich tagen, um dem Öffentlichkeitsprinzip Genüge zu tun. Ich freue mich auf jeden Fall, dass die demokratischen Fraktionen dies durch einen gemeinsamen Änderungsantrag zum verfassungsändernden Gesetzentwurf sicherstellen. Es ist sozusagen ein erster Schritt. Der Fuß steht in der halb geöffneten Tür. Und ich hoffe, dass wir in der nächsten Legislaturperiode vielleicht auch noch den nächsten Schritt machen können und die prinzipiell öffentlich tagenden Landtagsausschüsse einführen können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Landtagswahl und Sommerferien müssen entzerrt werden. Das sieht man schon am diesjährigen Wahltermin, der auf den letzten Tag der Sommerferien fällt. Um dies künftig zu vermeiden, wird der Zeitrahmen für die Wahlperiode durch den interfraktionellen Gesetzentwurf um 2 Monate verlängert. Die Hoffnung ist, dass sich so die Rahmenbedingungen für die Wahlbeteiligung verbessern. Ich kann mir an dieser Stelle im Übrigen die Bemerkung nicht verkneifen, dass meine Fraktion dem Landtag hierzu bereits einen noch viel besseren Vorschlag vorgelegt hat, wie man die Wahlbeteiligung in diesem Land verbessern könnte. Herr Ringgut, Sie scheinen sich lebhaft daran zu erinnern, es geht um die Herabsenkung des Wahlalters. Durch diese würde sich die Wahlbeteiligung nach unserer Meinung natürlich auch verbessern. Die Bertelsmann-Studie mit dem Titel Wählen ab 16 belegt es angeblich auch. Man kann bei jungen Leuten ein Interesse für Politik wecken und dann gehen sie auch wählen. Und wenn es gelingt, durch frühes Wählen die Erstwählerbeteiligung zu erhöhen, wirkt sich dies natürlich auch positiv auf die Höhe der Gesamtwahlbeteiligung aus. Also auch hier hätten wir uns mehr gewünscht, aber das war zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Aber wie gesagt, wir haben ja auch in der nächsten Legislaturperiode, denke ich, viel Zeit, darüber nochmal ins Gespräch zu kommen. Genauso lässt sich im Übrigen auch belegen, und damit bin ich wieder bei dem, was ich eingangs gesagt habe, dass sich die Menschen einbringen, wenn wir ihnen nur die Möglichkeit dazu geben. Der entscheidende Einflussfaktor bei der Häufigkeit direktdemokratischer Verfahren sind laut dem Verein Mehr Demokratie e.V. die gesetzlichen Regelungen. Als Beleg führt der Verein in seinem letzten Volksbegehrensbericht seine Erfahrung mit dem veränderten Volksgebungsverfahren in Berlin an. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die von den demokratischen Fraktionen gemeinsam in den Landtag eingebrachten Änderungen. Entschuldigung, das war die falsche der Knopf. Ich komme auch zu Ende. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die von den demokratischen Fraktionen eingebrachten Änderungen vereinfachen unsere direktdemokratischen Verfahren. Das ist ein großer Erfolg. Wenn es gut läuft, werden wir in unserem demnächst mehr Gesetzentwürfe haben hier im Landtag aus der Mitte des Volkes. Wenn nicht, werden wir uns sicherlich an dieser Stelle nochmal treffen und nochmal darüber reden müssen, wie wir diese Verfahren weiter vereinfachen können. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank,
Herr Saalfeld, ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Einzelberatung über den von den Fraktionen der SPD, CDU, Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und weiterer Rechtsvorschriften auf Drucksache 6/5076. In Ziffer